Ganz eng mit dem Thema Aufsichtspflicht verwoben ist die Frage danach, wer haftet, das heißt, wer die Verantwortung übernimmt, falls wirklich mal was passiert. Und dazu gibt jetzt alle wichtigen Informationen. Im Blog Aufsichtspflicht, da habe ich dir erklärt, dass Kinder und Jugendliche nicht immer die Folgen von dem, was sie so tun, richtig abschätzen können. Manches, an das denken sie gar nicht. Und wenn man den Gedanken weiterspinnt, dann kann man die Kinder und die Jugendlichen auch nicht wirklich haftbar machen für das, was an Schaden entsteht. In einem solchen Fall ist der Aufsichtspflichtige dann verantwortlich. Also die Eltern, beziehungsweise wenn du aufsichtspflichtig bist, bist es du. Das gilt, auch wenn sich ein Kind verletzt, weil du nicht richtig aufgepasst hast. Auch dann liegt die Haftung bei dir. Generell ist es aber nur so, dass du nur dann haften musst, wenn ein Schaden unter normalen Umständen zu verhindern gewesen wäre. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Die Juristen reden da vom Begriff der gehörigen Führung der Aufsicht. Das heißt, wenn du die Aufsicht gehörig geführt hast und es ist trotzdem was passiert, dann kann keiner was dafür. Dann fällt es unter den Begriff normales Lebensrisiko. An einem Beispiel, wenn sich der kleine Engelbert beim Schaukeln, ganz normal auf der Schaukel, er schaukelt also dahin und er verletzt sich oder er stolpert einfach beim Laufen über die eigenen Beine und tut sich weh, dann ist das normales Risiko. Normales Lebensrisiko, das auch du nicht verhindern hättest können. Wenn es einen Schaden gegeben hat, dann musst du nachweisen können, dass du deinen Job als Aufsichtspflichtiger richtig und korrekt erfüllt hast. Du erinnerst dich sicher noch an die 5 Stufen. Das muss alles funktionieren. Wenn etwas passiert, geht es zum Schluss auch natürlich darum, wer den Schaden bezahlt. Also zum Beispiel kaputte Gegenstände ersetzt, die kaputte Fensterscheibe reparieren lässt. Aber auch um Arztkosten zum Beispiel, um Medikamente und so weiter. Das alles fällt unter den Begriff Schadensersatz. Und so einen könnten die Eltern bei dir einfordern, wenn ihrem Kind während einer Aktion etwas zustößt. Das klingt jetzt erstmal sehr gefährlich, aber so schlimm ist es nicht wirklich. Ob du wirklich haftest, hängt davon ab, wie schwer du deine Aufsichtspflicht verletzt hast. Und da lassen sich 3 Stufen unterscheiden. Zum einen die Stufe des Vorsatzes, dann gibt es die Stufe der groben Fahrlässigkeit und die Stufe der Fahrlässigkeit. Und was das genau bedeutet, erkläre ich jetzt gleich. Der Vorsatz ist am leichtesten zu erklären. Ich weiß, dass zum Beispiel auf der Autobahn richtig viel los ist. Und ich möchte testen, ob meine Kids da über die Autobahn heil rüberkommen. Drum schicke ich sie als Mutprobe über die Autobahn. Das ist zum einen saublöd und der absolute Wahnsinn. Und juristisch gesehen ist es Vorsatz. Ich führe damit sicher einen Schaden herbei. Vielleicht sogar absichtlich. Ich weiß mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit, dass das, was die Kinder da jetzt machen, nicht gut geht. Aber ich greife nicht ein. Für den Schaden haftest du. Ganz klar. Ein bisschen komplizierter ist es jetzt mit der Fahrlässigkeit. Das ist die Stufe drunter. Bei grober Fahrlässigkeit willst du zwar nicht, dass etwas passiert, aber du machst sehr, sehr wenig, damit alles gut geht. Du weißt eigentlich, dass da etwas passieren kann, aber du hoffst darauf, dass alles schon irgendwie gut ausgehen wird. Auch in einem solchen Fall bist du haftbar. Die einfache Fahrlässigkeit, leichte Fahrlässigkeit oder bei uns jetzt einfach nur Fahrlässigkeit genannt, ist das, was jedem einmal passieren kann. Du hast bei den Vorüberlegungen was Kleines übersehen und so ist ein Schaden entstanden. Oder es passiert einfach was, woran im Vorfeld niemand gedacht hat.
Natürlich ist es immer blöd, wenn was passiert, wenn sich jemand verletzt oder wenn irgendwas kaputt geht. Aber in solchen Fällen ist es in der Jugendarbeit üblich, dass der Träger, also der Verein, der Verband, die Kirchengemeinde, wer auch immer dein Träger ist, über eine Versicherung diesen Schaden bezahlen lässt. Fahrlässigkeit kann jedem mal passieren. Hier auf der linken Seite findest du noch einen Überblick, wie das funktioniert. Bleiben wir mal beim aufsichtsbedürftigen Kind. Das fügt zum Beispiel einem Dritten einen Schaden zu. Der Dritte, der fordert jetzt Schadensersatz. Also, der Herr Meier möchte, dass die Fensterscheibe repariert wird. Den fordert er beim Aufsichtspflichtigen, also vielleicht auch bei dir ein. Je nachdem, ob du per Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Fahrlässigkeit gehandelt hast, musst du den Schaden selbst begleichen, beziehungsweise übernehmen ihn der Träger über Versicherungen oder eben dein Verband oder dein Verein. Wichtig ist, du kannst nur haftbar gemacht werden, wenn du deine Aufsichtspflicht tatsächlich verletzt hast. Welche Konsequenzen muss ich jetzt ziehen, wenn was passiert ist? Was sehr beruhigend ist, Schäden durch Vorsatz kommen so gut wie nie vor. Eigentlich auch logisch, oder? Schäden durch Fahrlässigkeit sind in der Regel durch Versicherungen abgedeckt. Das habe ich schon gesagt. Generell ist es einfach gut zu wissen, dass Schadensersatzforderungen immer zivilrechtlich eingeklagt werden müssen. Das heißt, der Geschädigte muss seine Forderung geltend machen. So nennt man das im Juristendeutsch. Das heißt, wenn der Herr Meier eine kaputte Fensterscheibe hat, dann muss er zu dir gehen und muss bei dir das einfordern, dass du das zahlst. Und das kann womöglich auch vor Gericht landen. Die Staatsanwaltschaft bzw. Polizei, die ermitteln von sich aus nur in extremen Ausnahmefällen, bei extrem schlimmen Verletzungen oder bei Todesfällen. Wie beim Blog Aufsichtspflicht schon gesagt, du kannst es sicher. Vieles machst du wahrscheinlich aus dem Bauch raus richtig. Und solange du deinen Job als Aufsichtspflichtiger gut machst, ist das Haftungsthema für dich eigentlich kein wirkliches Thema. Trotzdem ist es aber wichtig zu wissen, wie du im Ernstfall abgesichert wärst. Das heißt, frag doch gerne mal bei den Verantwortlichen vor Ort nach, ob es Versicherungen gibt, was diese Versicherungen abdecken und wie du als ehrenamtlicher Gruppenleiter dort abgesichert bist. Auch das Thema Haftung findest du sehr, sehr gut erklärt und beschrieben in deinem Juleika-Heft in Kapitel 5 unter Rechte und Pflichten. Schau es dir einfach nochmal an, das ist interessant.